Guten Nachmittag. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, liebe Zuschauer, auch so geht. Langsam kann man das alles nicht mehr hören und sehen und das wird einem immer, naja, von allen alles durchgekaut. Ich meine jetzt nicht die Mainstream-Medien, sondern ich meine letzten Endes unsere Kanäle. Ja, alles wichtig. Und ich sage auch, machen wir ruhig weiter. Machen wir weiter. Wir müssen Wissen sammeln, damit wir besser denken können. Ein Wissen kombinieren ist Denken. Aber ich möchte mal in diesem Fall wieder mal auf Akademie Radi hinweisen. Das ist er nicht. Das ist ein Kunstbild. Der hat eine tolle Computeranimation gemacht. Ganz toll. Wichtigste Nachrichten kriegt man da. Wenn sie auch nicht immer super, super, super aktuell sind, aber in die Tiefe gegraben, das sind sie. Und das Wichtigste kriegt man ganz schnell auf einen Blick. Ich zeige dann gleich, wie es läuft. Und zwar Akademie Radi. Da geht man, das kann man auch mit dem Handy machen, indem man ein bisschen rüberschiebt, diese Leiste, auf Community. Und dann gibt es ganz schnell die wichtigsten Meldungen. Und wenn man mehr wissen will, ja, dann klickt man eben auf die Links, die Herr Radi da angibt. Und nur ein Beispiel. Russland meldet 62 Grad minus Celsius. Ja, die Rekordkälte. Das kann man hier nachgucken. Im Dorf Essay wurden sogar 75 Grad minus gemessen. Explorer Web. Greta sagt, die Erde brennt. Das sind dann immer so die lustigen Kommentare. Oder manchmal sagt er, meine Frau hat eine Verschwörungstheorie. Ich glaube das nicht. Ich muss mich wohl scheiden lassen. Es ist nebenbei auch noch lustig. Aber eins weiß ich. Was Fakten angeht, ist Akademie Radi mein absoluter, ja, wirklich Favorit. Denn diese Fakten, die werden hier unter der Community immer ganz schnell zusammengefasst und so weiter und so fort. War es in aus 1880 in Australien kühler als heute? Ja, man hat herausgefunden, dass die Messstationen früher in Gärten standen, welche bewässert wurden. Ist klar, Wasser kühlt, ne? Dies führte dazu, dass die Messstationen gekühlt wurden. Wattenrad Ostfriesland, falscher Alarm beim Meeresspiegel. Oder nach Vorfällen mit Flüchtlingen, Dorf weiß nicht mehr weiter, sexuelle Übergriffe und Kriminalität. Im Dorf kippt die Stimmung gegen Flüchtlinge, nachdem selbst die Flüchtlingshelfer Opfer wurden. Der Helferkreis löst sich auf. Oh, bayerischerrundfunk.de. Ukrainische Flüchtlinge verlangen nach Putzhilfen. Oder NRW, Syrer schleudert 16-jähriges Mädchen in ein Gleisbett. Na und so weiter. Das sind jetzt so die letzten paar Stunden. Aber das zeige ich Ihnen dann. Das ist wirklich. Das ist gruselig. Gruselig in Form von IQ ist nichts, aber Unbildung ist alles. Deswegen habe ich das arme Mädel hier auch draufgelegt. Mal ganz kurz zu den Links, die hier immer wieder angegeben werden. Der Bayerische Rundfunk nach Vorfällen in flüchtigen Dorf weiß nicht mehr weiter. Man kann das also ganz genau lesen. Dann wird geklaut, Einbruchsserie und Stimmung kippt noch und so weiter. Oder auch einer der Links, Wattenrad Ostfriesland mit der Wattenpresse, unabhängiger Naturschutz für die Küste, falscher Alarm beim Meeresspiegel. Oder der Meeresspiegel, eine imaginäre, also eine eingebildete Gefahr. Es gab ja mal früher vom Spiegel. Ach nee, das war ja sogar Ausgabe, guckt euch das an, 5.11.22. Rette sich, wer kann, alles droht unter Wasser zu gehen, na und so weiter, der übliche Blödsinn. Diese Seite hier, wattenrad.de, sagt, man müsste also heute das Wetter schützen, um in 30 Jahren herauszufinden, ob es genützt hat. Nur, wer tatsächlich meint, das Klima, also welches denn, mit Temperaturen im Zehntelgradbereich mit CO2-Einsparung. Dahinter verbirgt sich das Geschäft des Emissionshandels. Oder mit Wind oder Sonnenenergie. Wie mit einem Thermostaten regeln zu können, ist irgendwie nicht ganz gesund oder will bewusst desinformieren. Na und so weiter. Also man kann das praktisch dann alles schick nachlesen. Aber jetzt mal zu dem armen Mädel zuhören. Ich glaube, die Klimakrise war einfach noch nie so nah. Und es passiert trotzdem nichts. Das macht mir so Angst. Weil die Regierung hat keinen Plan. Sie haben es nicht im Griff. Ich glaube, die Klimakrise.
Ja, jetzt fängt es wieder von vorne an. Da hat einer runtergeschrieben, wenn dein Biogas so richtig ballert. Naja, es ist wirklich gruselig. Aber noch was, auch nicht nur die Community-Beiträge, sondern auch die Videos sind wie immer sehr interessant. Ich mache das mal ein bisschen größer und spiele mal ganz kurz an. Eins mache ich immer. Ich gehe bei Einstellungen auf Wiedergabegeschwindigkeit bei Akademie Radi und stelle auf doppelt so schnell. Warum? Nicht, weil mir das sonst zu langweilig ist, sondern erstens spare ich Zeit und Herr Radi ist einer, der gerne erklärt, und zwar Mathematik und Physik. Und das macht er schön langsam und dementsprechend hat er sich auch eine langsame Sprechweise angewöhnt und macht das auch hier. Man hat also sehr schöne Denkpausen, beziehungsweise wenn man schon einiges weiß darüber, dann kann man natürlich, so wie ich jetzt, auf schnell gehen und die ganze Sache wunderbar verfolgen. Also es ist ausreichend. Ich spiele es gleich an. Er geht hier auf Folgendes ein, und zwar Our World and Data. Vor 2 Jahren, als das mit der C-Krise so richtig bekloppt losging, da habe ich damals Our World and Data auch aufgerufen und man konnte sehr schön sehen, wie ungefährlich der ganze Blödsinn ist und dass da wirklich nur Politik dahinter steckt. Aber jetzt hat Herr Radi Folgendes gemacht. Er hat die Quelle wieder, Our World in Data, genommen. Das ist absolut ernst zu nehmen. Und zwar Aufteilung des Energiemix. Was brauchen wir? Wenn die keine Daten haben, dann machen sie entsprechende Lücken, aber hier hat es ganz gut geklappt. Die traditionelle Biomasse, also Holz und sonst was, was auch verbrannt wird, stand schon immer ganz wichtig bei den Menschen entsprechend an, so dass wir damals immer geheizt haben. Dann irgendwann wurden die Kohlevorkommen entdeckt und aufgeschlossen. Und derzeit haben wir, ich schätze mal, einfach 30%, 30%, 30%, also 30 Kohle, 30 Öl und 30% Natural Gas. So. Und dann kam irgendwann auch natürlich die Kernenergie dazu. Aber die hat ja einen relativ geringen Prozentsatz, wenn man jetzt hier hochgeht. Beziehungsweise die Wasserenergie wurde auch schon immer genutzt, aber eben nicht so dolle. Jetzt kommt Windmühlen, immer weniger. Modern Biofuels, also hier diese Biozusätze, die wir auch in die wir auch in der Tankstelle sehen. Und other Renewables. Also Solar ist auch da und das erklärt er ganz wunderschön. Ich zeige mal, dass das mit doppelter Geschwindigkeit sehr gut geht. Hallo. Ja, ich habe euch mal ein Bildchen rausgesucht und hier ist auch die Quelle für das Bildchen. Und hier sind die Jahre, ne? Hier sind wir jetzt, da an dieser Stelle sind wir jetzt. Und da kann man dann gucken, wie viel Energie erzeugt worden ist. Zum Beispiel wie viel Kohleenergie. Ne? Das ist das. Oder Energie aus Öl. Das ist das. Oder aus Gas. Das ist das. Ja, und wie viel Solarenergie haben wir erzeugt weltweit? Das ist das. Ne? Gut, das kann man jetzt eigentlich fast gar nicht sehen. Ne? Das ist dieser ganz dünne Strich ganz oben. Ne? Der Strich für Windenergie sieht ungefähr genauso aus. Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, Solarenergie und Windenergie, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Da braucht man sich gar nicht drüber unterhalten. Ja, was heißt das jetzt? Das heißt, wenn man aus den fossilen Brennstoffen aussteigen würde, ja, das fordern die ja sogar manche bereits ab dem Jahr 2030, ja, dann wäre das gleichzeitig ein Ausstieg aus der Energie. Wir müssten dann komplett ohne Energie leben. Ja, gut, eine Verwandte von mir, die hat dann gesagt, die war damals noch sehr jung, ich glaube so 16 Jahre, die sagte, ist ja kein Problem, wir können dann alle mit dem Pferd reiten, ja, mit dem Pferd zur Arbeit. Ja, ne, die wird bestimmt später mal eine Grüne. Bloß das Problem ist folgendes. Also erstmal verbraucht ein Pferd Essen, Nahrung. Ja, und da diese Pferde ein paar hundert Kilo wiegen, braucht jedes Pferd eine riesige Nahrungsmenge. Ja, und so weiter. Aber er geht natürlich dann auch auf, Achtung, immer offizielle Daten. Er geht auch auf diese Daten ein, erklärt da ganz schön, worum es geht. Und dann erklärt er natürlich auch, wie dieser ganze Kram funktioniert. Also zum Beispiel der verurteilte Verbrecher Soros oder der Kinderzuhälter Epstein oder Bill Gates und Co. und wie sie alle diese Leute bezahlen und sich gegenseitig Geld zu schieben. Und dann natürlich auch, welche Wissenschaft bezahlt wird. Wissenschaften, ne? Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gesellschaft, Leibniz-Institut und 100 weitere. Und das erklärt er ganz schön und stellt die Zusammenhänge dar. Lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn ich jetzt überlege, was die kurzen Nachrichten angeht. Ja, da ist Akademie Radi in meinen Augen die Spitze. Und ich habe, muss ich auch sagen, und das habe ich auch bemerkt bei anderen meiner Kanäle, Telegram oder so weiter, da hört es mittlerweile auf. So langsam haben die Leute wahrscheinlich die Nase voll. Und ich veröffentliche allerdings auch nicht mehr
so viel. Und auf meinem eigenen Kanal hier bei YouTube, ich habe es auch ein bisschen satt, andauernd immer wieder solche Sachen zu melden. Aber ich kann mich super informieren und ich bleibe dabei, wir brauchen dieses Wissen und wir müssen weitermachen, denn dieses Wissen kombinieren heißt denken und mit dem Denken, ja, ist es bei solchen Typen natürlich nicht weit her, weil sie kein Wissen haben, ist klar. Nochmal, ich habe dieses Video natürlich wie immer in letzter Zeit so gekennzeichnet, dass das angeblich Werbung für mein Buch ist, damit ich die Werbung wegschalte, die YouTube ansonsten bei mir zwangsweise aufschaltet. Gut, na dann, dann wünsche ich wirklich viel Freude und viel Zeit zu sparen, wenn man sich immer nur praktisch die Kurzmitteilungen, also bei Community, bei Akademie Radi letzten Endes raussucht und kurz überfliegt, was passiert ist. Na dann, bis zum nächsten Video. Das wird wahrscheinlich wieder eine Weile dauern. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Lust, immer wieder das Gleiche zu kauen. Denn das kauen ja andere. Glücklicherweise auch, muss ich auch sagen. Glücklicherweise, denn sonst wüssten wir es ja alle nicht. Wenn wir uns alle bloß einigeln und sagen, ich will nichts mehr hören, hilft das uns allen nicht. Na dann, also jetzt ist Schluss erstmal. Bis zum nächsten Video. Macht weiter, Leute. Macht was. Macht's gut. Also bis dann. Tschüss, tschüss.